sbagliato. Ah, wunderbar. Scusate se accaduto, constante ich mich da hoch, das Becken füllt den Meditativ und ab jetzt bitte. Für alle anderen Besucher, damit die ein bisschen was mitbekommen können. Ne? Wenn hier ein paar ganz laut sind, ist es einfach viel für die Leute und bitte laufen Rücksicht. So, dann schauen wir mal alle ins Wasser nach unten. Da sind so blaue Fische mit einem gelben Schwanz. Die sind so groß wie unsere Hand. Da liegt dann die Dori aus Findet Nemo. Dori ist ein Doktorfisch, der heißt so, weil er im Schwanz pro Seite einen Stachel hat. Der Stachel ist so scharf wie das Skalpell eines Chirurgen. Damit kann der anderen Fischen die Geschmissen zufügen, wenn er sich bedroht fühlt. Deswegen der Name. Vom Eingang aus, wenn ihr wollt, nach rechts runterkommt. Vom Eingang aus rechts können einige von den Besuchern eine dicke, fette, gelbe Zitrone mit schwarzen Punkten wahrnehmen. Die lässt sich gerade von zwei Butterfischen sauber machen. Ne? Hier, Peeling und so. Diese Zitrone ist ein Kugelfisch. Der Kugelfisch kann auch was ganz Tolles. Na, wenn der sich Mistenfresser hat, trinkt er ganz viel Wasser, ja. Das Wasser geht dann in die seitlichen Magenkammern und guckt, ist ja dreimal so dick wie jetzt, ne? Der ist hier, dieser Kugelfisch. So, und damit kann der Fressfeinde verjagen. So, Vampire haben wir auch, wie zum Beispiel hier. Wenn Sie so schwarze Fische mit einem lila Gabelschwanz sehen, ja, schauen Sie den schwarzen Fischen mal aufs Maul. Dann sehen Sie, dass da aus dem Maul zwei Eckzähne hervorblitzen. Und wenn Sie das tun, dann sind das unsere Vampire und die heißen Rotzahnbrüggerfisch. Dann sind wir noch bei Fußballfischen, die haben so weite Flecken am Bauch. Wenn Sie sowas sehen, sind das auch mein Bademantelfisch. Der ist da drüben gegenüber am Aufzug, der fährt gerade runter. Auf jeden Fall die Fußballfische.